Als letztes werden wir schauen, wie ich in so einem Grasshopper-File Bewährung auch implementiere. Das heißt, ich werde für die Stützenfuße einfach Bewährung modellieren oder definieren im Grasshopper. Das heißt, wieder unsere Polygonfunktion. Diesen Polygon in die Höhe extrudieren. Dann Umrisse von unserer Bewährung erstellen und Bereich, wo wir diese Bewährung verteilen möchten. Und über Rebar Group von Decker Live Link verteilen wir diese Bewährung. Wenn wir natürlich an die Abmessungen oder Abmessungen anpassen von diesem Stützenfuß passt sich sofort Bewährung mit. Und natürlich, wenn wir unsere Hauptabmessungen von der Konstruktion ändern, ändert sich alles mit. Deswegen haben wir immer wieder erstellte Punkte weiterverwendet und angepasst, parametrisiert. So bleibt die Konstruktion von Anfang an wirklich parametrisch. Und deswegen ist es gut zu überlegen, wie man diese Parameter definiert und was man variabel definieren muss oder möchte bei in deiner Konstruktion. Weil je nachdem, was parametrisch bleibt oder veränderbar bleibt, ist diese Konstruktion oder Skript im Grasshopper dementsprechend kompliziert oder weniger kompliziert.